bereits zum dritten Mal, lud die Wirtschaftsgemeinschaft Götzis am 7. September zur Lifestyle- und Modenacht. Ganz Götzis wurde zum Mittelpunkt für neue Trends und Besonderheiten für die Herbst-Wintersaison. 32 Firmen beteiligten sich an der Lifestyle- und Modenacht und ließen sich verschiedene Aktionen und Überraschungen einfallen. Vor allem der Garnmarkt war gut gefüllt, die Massen schlenderten durch die Flanierzone und genossen das Ambiente. Die Kleinsten hatten vor allem Spaß mit dem Milka-Zügel, das die Fahrgäste durch Götzis chauffierte. Der Garnmarkt ist in letzter Zeit in aller Munde und die Verantwortlichen freuten sich natürlich, dass die Bevölkerung so zahlreich erschienen ist. Ja, also man muss sagen, dass es das Schöne am heutigen Abend ist, dass ganz Götzis mitmacht mit der Wirtschaftsgemeinschaft und der Garnmarkt inzwischen wesentlicher Teil von Götzis geworden ist. Und natürlich schaut eine traumhafte Frequenz, das Wetter ist traumhaft, auch in der letzten Woche seit der Öffnung des aktuellen Hauses hier 12 bis 18 ist die Frequenz natürlich maßgeblich gestiegen, das freut selbstverständlich. Im Vordergrund stand natürlich die Mode. In allen Geschäften war voller Betrieb. Die Besucher nützten die Möglichkeit, am Freitagabend einzukaufen und sich nebenbei noch mit Essen und Getränken verwöhnen zu lassen. Ein kleines Highlight war eine Schottengruppe, die für Stimmung sorgte. Das Red Corner hatte zur schottischen Nacht eingeladen. Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen heuer wieder einmal was ganz Besonderes bringen. Und das sind uns unsere Kundschafter der Wert. Und darum haben wir gesehen, wir laden die schottische Dudelsackgruppe da ein, wo eigentlich die erste und beste Truppe da im Land ist. Männer in Röcken, vielleicht ein neuer Herbsttrend. Auf jeden Fall gefiel die Einlage der Schotten. Jedes Geschäft hat sich wirklich überlegt, wie es seine Kunden überraschen kann. Ich bin jetzt gerade durchgelaufen und bin einer schottischen Musikkapelle begegnet. Ich habe schon mexikanische Live-Musik beobachtet. Es gibt Freiluftbars, es gibt Party und Hüttenzauber. Es ist überall mega viel los, Wiener Blut. Alles ist hier vertreten in Götzis. Diese Veranstaltung wird sich sicher einpendeln und wir basteln natürlich schon wieder an den nächsten Highlights. Natürlich war auch die Gastronomie am Garnmarkt voll im Einsatz. Überall waren Stände aufgebaut, es gab Getränke, Schupfnudeln oder Krautspätzle. Für jeden also was dabei. Diese Fashion Night hat sich inzwischen eigentlich zum Renner etabliert. Und wir sind sehr froh darüber. Heute spielt natürlich auch das Wetter mit und die Stimmung ist gut und das gehört alles zusammen. Also ich bin sehr froh natürlich auch darüber, dass so viele Götzner Geschäftsleute mitmachen. Der Garnmarkt entwickelt sich zu einem Zentrum, so soll es auch sein. Aber wir wollen natürlich das gesamte Zentrum als Ganzes sehen. Deswegen bin ich auch sehr froh, wenn die ganzen Geschäfte drumherum alle zusammenarbeiten und so ein Gesamtzentrum entsteht. Neben dem Einkaufen und den kulinarischen Genüssen war auch für Unterhaltung gesorgt. Live-Musik war geboten, die drei Herren spielten groß auf und haben sicher den einen oder anderen Fan dazugewonnen. Etwas, was die Geschäfte natürlich bei der Lifestyle- und Modenacht gefreut hat, war, die Besucher kauften auch fleißig ein. Na super. Super, wir sind letztes Jahr schon da gewesen und es ist einfach lässig. Klickhofer, man trifft überall irgendjemand. Ist super. Es ist bei so schönem Wetter, ist es fein, so viele Leute und so viele schöne Geschäfte, ist schön hergekommen. Ja, gelungene Veranstaltung, man sieht es auch an dem Suchen. Es bietet die Möglichkeit, einfach die Geschäfte mal in Ruhe durchzugehen, zu schauen, sich zu informieren, was es gibt. Ganz gut, also ich höre das erste Mal und also ich muss sagen, es ist super. Es war oder ist eigentlich eine tolle Nacht. Wird in Götzis, glaube ich, sehr gut angenommen. Und man trifft Menschen, die man sonst im Jahr kaum sieht. Und die Schwellenängste, um in irgendwelche Shops und Läden zu gehen, die entfallen natürlich völlig. Man bewegt sich völlig frei. Die Idee ist wunderbar, toll. Ich glaube auch, dass sie sich bezahlt macht für alle, die da mitmachen. Ganz Götzis war also auf den Beinen. Die Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg und man darf sich bereits jetzt auf nächstes Jahr freuen. Die Besucher ließen die Lifestyle- und Modenacht auf jeden Fall noch bis in die Nacht hinein ausklingen.